Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Survival the Aftermath. Hierbei heißen wir auch Zockt. Hui, da huschen sie rum ohne Werkzeuge. Ja, das ist aber in Arbeit. Müsste dann hoffentlich klappen. Jetzt haben wir auch wieder mal ein bisschen mehr Metall. Das heißt, sie können auch wieder Werkzeuge herstellen. Wir warten auf den radioaktiven Niederschlag. Also warten ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber der steht bevor. Ja, und das hier, das erledigt sich sowieso dann wieder. Was wir hier machen müssen, eben Jodtabletten. Haben wir hier, hoffe ich, bei den Medikamenten. Da sind wir auch bei den Spezialisten nochmal dran. Ernten sollen wir, weil die Sachen alle kaputt gehen. Da wäre natürlich auch irgendwie wünschenswert, dass man irgendwie einen Knopf hätte, dass man zum Beispiel alle Felder gleichzeitig irgendwie ernten kann. Das wäre sehr praktisch. Dann müsste man hier nicht alles abklappern. Aber mein Gott, jetzt ist es halt, wie es ist. Haben wir noch irgendwo ein Feld? Hier hinten haben wir noch das große. Oh ja, da sind sie aber auch schon am Ernten. Sehr gut. Dann hätten wir das. Lagerstätte ist leer. Aha. Jetzt weiß ich natürlich wieder nicht, wer da zugange war. Das werden wir aber rausfinden. Glück gehabt. Das sind die hier. Das sind die, ich glaube, Holzkollegen. Haben wir irgendwo Holz? Mal runterdüsen. Jawohl, hier haben wir Bretter. Sehr gut. Die sind aus Holz bekanntlicherweise. So, die sind beim Zement dran. Aha. Nee, die waren mal beim Zement dran. Da müssen wir eine neue Dingen suchen. Da oben, mein Gott, es ist tatsächlich immer weiter weg. Da ist was näher. So, okay, mal dort zugange sein. Dann haben wir noch die Nahrungsmittel. Hier hatten wir drei Büsche. Ja, ja, das ist immer noch in Arbeit, bestens. Gut, und ansonsten, ja, müssen wir eigentlich nicht mehr viel machen. Oder was habe ich vergessen? Vorräte, ja eben, die haben wir. Zusätzliche Sanitäter, ja, wir haben so viele Sanitäter. Wir haben hier sogar das Teil. Strom haben die, glaube ich, auch. Energieverbrauch 4. Jawohl, sonst hätten wir ein Zeichen, dass das nicht funktioniert. Und wir haben, Moment, wie viele Leute arbeiten? Drei arbeiten, zwei. Ja, ja, das ist überall voll besetzt. Wir haben 35 Leute, die tragen. Also wir sollten eigentlich gewappnet sein, um das hier vernünftig hinter uns zu bringen. Ich sehe gerade, wir haben kein Zement, das ist schlecht. Wahrscheinlich waren die längere Zeit nicht mehr am Zement dingseln, weil sie hier unten nicht, eingestellt war. Vorratwerkzeuge. Da ist nochmal eine Lagerstätte leer. Wir warten hier hinten zugange. Schürfzug, der wird noch gebaut. Wir haben hier unten noch welche. Da schürfzügt es auch oder zugt es. Ja, da haben wir noch genug Zeug. Okay, die Spezialisten sind einsatzbereit. Jetzt muss ich noch wissen, was die alles zu tun hatten. Beziehungsweise, was war hier vorgesehen? Wenn wir sie hier mal betrachten. Sie ist gesund. Ich möchte sie aber trotzdem jetzt hier nicht kriegen lassen. Also kriegen im Sinne von, dass sie angreift. Ich glaube, die ist irgendwo hin unterwegs. Jetzt müsste man noch wissen, wohin. Vielleicht hier oben, um noch zu gucken. Da ist noch eine. Hier oben. Da haben wir noch Wissenschaftspunkte. Ah, das wäre halt schon sehr schön, wenn wir da noch ein paar bekommen würden. Ich schicke sie mal darauf. Wir werden nicht alle kriegen. Wir werden... Oh, die ist aber so weit weg. Vielleicht doch besser nach unten. Hier, er ist auch am Wissenschaftspunkte generieren. Hier haben wir halt alles aufgedeckt. Bis hier runter. Ui, hier ist aber auch nochmal was. Ja, wir schicken sie mal auf eine weite Reise. Okay, gehen wir hier hin. So, das war die einzige. Die anderen haben noch keine Punkte. Da müssen wir noch mal ein bisschen Geduld haben. Schon wieder eine Lagerstätte leer. Das ist die hier. War hier ein Schürfzug? Ich weiß nicht. Ich muss aber noch mal schnell gucken, was machen die. Ja, die sind eigentlich auch fertig. Ich würde sagen, machen wir das noch weg. Sehr gut. Dann haben wir das auch schon. Und ansonsten, ja, jetzt warten wir halt, bis dieser radioaktive Niederschlag kommt. Und dann gucken wir mal, ja, was das so bringt. Also, ja, viel Unheil wahrscheinlich. So, nochmal wegen den Werkzeugen. Metalle haben wir 11 Stück. Wir haben 2 oder 3 Werkzeugläden. Schürfzug, Schürfzug, Schürfzug. Ja, der hat da noch Zeugs. Wohnhaus. Ja, jetzt geht's halt wieder los. Wo haben wir die Werkzeugläden? Warst du einer? Nein? Nein, doch. Aha, sind am Arbeiten. Okay, aber wahrscheinlich haben wir zu wenige. Wir müssen wahrscheinlich nochmal einen Werkzeugladen machen. Gut, jetzt gibt es hier noch was. Oh, eine Rauferei. Sie kloppen sich. Du kämpfst dich durch einen Kreis von Leuten, der sich um zwei auf den Boden kämpfende Kolonisten gebildet hat. Bei deiner Ankunft springen beide sofort auf die Füße. Und fangen an, sich gegenseitig zu beschuldigen. Der eine hat den anderen angeblich den ganzen Tag schikaniert, was dazu führte, dass der Belästigte irgendwann genug hatte und den ersten Schlag austeilte. Jetzt stehen beide verletzt und blutend vor dir. Ich würde sagen, wir müssen bestrafen. Oder sollen wir Medikamente geben? Weil sonst, wenn wir nicht bestrafen, dann denken die Leute wieder, wir können nicht führen. Lass sie kämpfen.
Wir bestrafen mal den Anzettler. Mal gucken, was passiert. Minus 1 Zufriedenheit. Echt jetzt? Du gibst dem Anzettler des Kampfes die Schuld. Du begründest deine Entscheidung damit, dass in Zeiten wie diesen alle zusammenhalten müssen. Das stimmt ja auch. Und sich nicht gegenseitig belästigen sollen. Die Menschenansammlung stimmt deiner Einschätzung nicht zu und beschuldigt stattdessen den Schläger. Ja gut, das... Eieiei, das konnte ich ja nicht wissen. Ich nehme an, wenn da als Vorschlag kommt, wir sollen den Anzettler bestrafen, dass das auch der Anzettler war. Sowas Doofes. So, wir gehen nochmal gucken. Oh, ich gehe nochmal ganz kurz raus. Entschuldigung, weil der Schürfzug ist fällig. Das war der hier hinten irgendwo. Nein. Ja. Den müssen wir natürlich erstens noch hier jemanden zuweisen und dann die Arbeitszone noch bestimmen. Haben wir hier hinten echt nichts mehr? Ja, 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 haben wir noch was. Da sind aber schon andere dran. Naja, die können ja auch zusammen abbauen. Aber dann ist der Haufen so schnell weg. Nee, das bringt sie mir nicht. Hier haben wir auch nichts. Echt jetzt? Langsam geht uns das Zeug aus. Geht hier mal hier hin. Okay, ja, ich bin gespannt auf diesen Niederschlag. Eieiei, gut, wir haben Punkte. Wie gesagt, jetzt muss ich aber erstmal wissen, was genau hier war die Idee. Der hat nix an Dings, der kann aber kämpfen, der Kollege. War der am Kämpfen? Ich glaube nicht. Oder war der tatsächlich dran? Ist der hier leicht beschädigt? Doch, der war am Kämpfen. Okay, kämpf mal nochmal. Ja, mach mal. Da braucht man tatsächlich ein Momentchen Geduld. So, er hat noch 49 und er hat noch 2. Das müsste eigentlich reichen, dass wir den klein kriegen. Weil dann wird aufgedeckt, was hier eigentlich versteckt ist. Gut, zu ihr. Ganz klar, die war bei den Medikamenten zugange. Sehr gut, wir haben hier noch... nichts mehr, so wie es aussieht. Das heißt, sie könnte zurück. Ist sie gesund? Ja, also halbwegs. Sie hat aber jetzt 15 Medikamente. Das sind genau die Jodtabletten wahrscheinlich, die wir, brauchen. Wo ist unsere Basis? Zumindest ungefähr die Richtung wäre schön. Da. Okay, und wir sind hier oben. Ja, die hatten einen weiten Nachhauseweg. Und, wie gesagt, 60. Vielleicht, dass sie hier noch ein paar Teile mitnimmt. Mach das mal so. Also ich mach das mal so. So, geh hier hin. Möchte sie nicht? Sie möchte hier hin. Ne, möchte sie auch nicht. Hallo? Achso, die hat 0. Ah, muss ich warten. Okay, warum hat die 0? Weil wir die Medikamente geholt haben. So, das ist wieder der Kämpfer. Oh, 31. Überlebt er das, wenn ich den jetzt hier nochmal reinschicke? Ja, der muss. Gleich knallt's. Okay, lebt er noch? Jawohl, er ist noch nicht down, aber er ist bei 11. Das heißt ganz klar, der gute Mann, der braucht jetzt erstmal wieder eine Pause. Er hat ja eh nicht weit. Das ist relativ gut, dass das so funktioniert. Achso, der hat natürlich auch wieder 0. So, der Herr Professor. Ich glaube, der war am Entdecken. Und dabei bleiben wir auch mal. Entdecken Sie mal. Was haben wir denn Schönes hier? Oh, Wissenschaftspunkte. Allerdings wieder mit Totenköpfen. Und zwar mit Zweien. Und er hat noch 80. Ja, vielleicht einmal kurz vorbeigehen. Wir haben 300. Ja, nicht so ideal. Okay, die haben wir alle wieder fertig. Kriegen wir mit 313 Punkten irgendwas? Hier haben wir 300. Da könnten wir tatsächlich was machen. Geschützte Nutzpflanzen. Gewächshäuser schützen die Nutzpflanzen vor Umwelteinflüssen. Selbst bei radioaktivem Niederschlag sind sie funktionsfähig. Oh, ja, der steht uns ja bevor. Wodurch die kontinuierliche Nahrungsproduktion in schwierigen Zeiten sichergestellt ist. Allerdings sind Gewächshäuser sehr anfällig und können leicht beschädigt werden. Okay, aber einen radioaktiven Niederschlag überleben sie. Ist ja interessant. Benötigt für den Betrieb Energie. Okay, hätten wir das geklärt. Abfallrecycling. Abfall, das Nebenprodukt des Schürfzugs, ist nützlich und liefert beim Recyceln wertvolle Stoffe. Die Werkstatt verarbeitet ihn zu mechanischen Teilen. Oh, das sind genau die, die wir sonst nur bei den Spezialisten herkriegen. Okay, das wäre schon mal wichtig. Guck trotzdem nochmal. Hier ist wieder, ja, Andenken eben, das erhöht die Zufriedenheit, weil sie eben ihrer Toten gedenken können. Das haben wir tatsächlich alles. Und hier hätten wir noch Tauschhandel, wäre auch gut. Ich würde sagen, wir machen das hier. Dass wir das Abfallrecycling in Gang bringen. Okay, dann können wir raus. Dann schauen wir mal. Da müssen wir hier ja irgendwie, irgendwo noch was Zusätzliches haben. Abfall, Abfall, Abfall. Wird ja kaum hier sein. Tor. Ne, das ist er auch nicht. Wo haben wir denn Abfallrecycling? Nicht beim Futtern, um Gottes Willen. Vielleicht hier. Wohnhaus. Lagerhaus. Schiffzug, Schäferküste. Hier geht es nicht mehr weiter. In die Richtung auch nicht. Sag mal, irgendwo muss doch hier so ein Teil sein. Werkstatt.
Ach, da haben wir es doch. Recycelt die von einem. Okay. Passt. Man müsste jedenfalls noch lesen, was da steht. Wohin setzen wir dich? Eher hier hinten? Ja, guck mal, hier passt das Teil perfekt hin. Drehen wir noch ein bisschen. Zack. Okay. Was brauchst du? Komponenten haben wir. Ja, Metall mal wieder. Dieses olle Metall. Davon müssten wir mehr haben. Aber jetzt haben wir so viele Schürfzüge. Also eigentlich müsste sich das jetzt hier auch langsam einpendeln. Würde ich mal hoffen. Die Frage ist halt... Ach so, nee, jetzt dachte ich gerade von wegen Gewächshaus. Das haben wir ja nicht gewählt. Wir haben ja das hier gewählt, die Werkstatt. Das heißt, wir werden einfach genug Nahrung haben müssen. Wir produzieren eigentlich genug. Produktion 122, Verbrauch. Das könnte aber trotzdem irgendwie noch eng werden, habe ich das Gefühl. Können wir da nochmal was machen? Nochmal irgendwo ernten? Ja, das sind zwar nur 4 Stück, ist mir klar, ist aber komplett egal. Weil wir müssen ernten, was wir ernten können. Das Zeug, das geht alles kaputt, wenn da der Dingens kommt. Okay, passt, der Dingens vor allem. Der radioaktive Niederschlag und der kommt ja in Kürze. Mit den Werkzeugen geht es aber auch überhaupt nicht in die Gänge. Reichen da 2 Werkzeugläden oder 3 haben wir, glaube ich. Reichen die nicht? Ach, der ist noch im Bau. Was fehlt denn hier? Eigentlich nichts. Könnten sie hochziehen. Zieht mal hoch. Das wäre wieder etwas... Ja, da ist einer eh am Klöppeln. Guck mal hier unten. Mach mal. Dann kann ich gleich einstellen, dass wir hier noch zusätzlich jemanden einstellen. Weil die Leute haben wir. Das ist kein Ding. So, wird das noch? Ich stelle mal kurz schneller. Jetzt. Zack. Nochmal ein dazu. Passt. Das müsste doch jetzt funktionieren. Eigentlich müsste man meinen. Gut. Spezialisten. Er hier oder sie hier, die Karotte. Karotte. Wo haben wir die eingeplant? Die kann eigentlich kämpfen. Vielleicht hier ihm helfen oder wie machen wir das am besten? Irgendwie hier hin. Hierhin vielleicht, weil. Nee, Holz. Ich würde sagen, sie geht hier hin und kämpft. So, dann können wir dort nämlich nochmal Wissenschaftspunkte holen, weil wir haben keine. Entwicklung, wenn wir nicht die Wissenschaftspunkte haben, dann stagniert das Ganze. Ich bin immer noch ein bisschen, wie soll ich sagen, haben wir zu wenig Metall für die Werkzeuge oder haben wir zu wenig Werkzeugläden? Weil, jetzt haben wir 4-mal Metall, wir brauchen das Metall halt überall. Selbst hier zum Bauen etc. Das ist ein bisschen das Problem. Was haben wir hier noch? Ja, da fehlt zum Beispiel Zement. Haben wir wieder ein bisschen, sind wir am Gewinn. Ja, das ist halt schon krass hier, heiliges bisschen. Wie viele Leute hier keine Werkzeuge haben? Wir haben 116 Kolonisten. Also das ist eigentlich schon sehr nett. Aber ja, ohne Werkzeuge keine vernünftige Arbeit. Das ist dann wieder weniger nett. 2 von 2. Also die sind da am Produzieren. 0 von 2. Sollen wir nochmal so ein Teil bauen? Also Leute haben wir ja. Wir können Leute tatsächlich einstellen. Mal gucken hier dazwischen. Wenn ich dich einmal drehe, dann geht es leider wieder genau nicht. Dann halt mit Eingang auf der Seite. Okay, mach mal. Kriege ich hier einen Pfad durch? Würde ich glatt noch kurz machen, wenn es geht. Jawohl, dann kann man hier ein bisschen direkter dorthin. Sehr gut. Rechtsklick, da müsste es weggehen. Denkste? Jetzt. Boah, das ist. Die ganze Basis hat keine Werkzeuge. Ganz krass. 0. Nochmal gucken. Die haben keinen. Ja, die haben, die produzieren, es ist krass, also die produzieren halt wahrscheinlich ein Werkzeug und dafür haben sie so lange. Ja, ja, deswegen habe ich jetzt dort nochmal einen Teil hingestellt. So, wir haben wieder die Kollegen hier. Der ist immer noch hier am Rumüben, genau, machen wir nochmal. Jetzt müsste er eigentlich, ui, das war der finale Schlag, das hat man relativ deutlich gesehen und er freut sich. Jawohl, und dann geht das hier auf, oh, Kleider. Ja, haben wir, aber ja, ist natürlich trotzdem etwas Schönes, aber trotzdem noch mit Totenkopf. Wir müssen ein bisschen aufpassen, der ist jetzt bei 49. Na, der wird es überleben. So, sie war hier oben und hat hier geplündert. Hier haben wir aber nichts mehr. Dann würde ich sagen, geh mal entdecken. Könnte es dir mal... Ach ja, die Schrauben wollte ich eigentlich noch holen. Aber das liegt jetzt gerade auf dem Weg. Hier haben wir... Metalle. Aber mit 3 Totenköpfen, das würde ich ihr nicht zumuten. Die hat nur noch 60 Leben. Dann soll sie hier ein paar Schrauben holen. Ja, das mute ich ihr dann zu. Ja, wir brauchen die Schrauben natürlich auch. Da, guck mal. Wir haben zwar jetzt ein Teil gebaut, was Schrauben produziert, aber das wird auch noch ein Momentchen dauern, bis das greift. So, er hat 11. Okay, der macht gar nichts mehr. Sondern der düst zurück.
So, jetzt hier hin. Die brauchen schon viele Punkte, um irgendwie mal einen Meter vorwärts zu kommen. Das ist krass. Und hier der Kollege mit 80. Wir gucken mal, wie sehr der beschädigt wird. Zack, okay. Jetzt hat er 40 und hat ein paar Punkte geholt. Hier haben wir natürlich noch welche, 418. Aber das ist mir zu heiß. Ich lasse den nicht nochmal gucken. Wir haben zwei Totenköpfe. Also der muss tatsächlich auch zurück. Irgendwo hin. Achso, der kann natürlich jetzt wieder nicht. Haben wir eh schon alle wieder verbraten. Wir bräuchten mal nochmal ein paar Spezialisten. Da würde ich nicht nein sagen. Ja, Vorrat an Werkzeugen geht zu Ende. Das ist optimistisch ausgedrückt, weil, ja, eins hätten wir, aber das wird das hier nicht lösen. Wir haben hier nur Leute, die keine Werkzeuge mehr haben. Also diese seine Werkzeuge, ich hoffe, die kloppen sich da nicht drum. Eieiei. So, wann kommt das hier? Das kommt dann in Kürze. Wie das wohl aussieht, da bin ich jetzt echt gespannt drauf. Gibt's da keine Bunker? Und was machst du? Ja, Isabella, mit deiner schicken Frisur. Irgendwie, die scheint ein bisschen ein Problem zu haben. Können wir der vielleicht dahingehend helfen? Weiß auch nicht, wenn wir hier nochmal einen Weg machen. Moment. Zack, diesen. Zack. Was ist denn jetzt kaputt? Irgendwie, jetzt möchte er dort. Hey, seht ihr das? Was ist das denn komisches? Oh, jetzt backt sie irgendwie. Das geht, okay. Und wenn ich das hier anklicke, das Bauen. Dann versucht doch hier irgendwie anzudocken. Rechtsklick. Geht nicht. Hä? Was ist das denn? Moment. So, ich habe ja mal irgendwie umgestellt. Also die Maus. Oh. Nicht, dass das jetzt buggt. Ich meine, das wäre nicht so ein Drama. Das ist ja... Ich komme jetzt hier auch nicht mehr raus. Oh, come on. Aha, jetzt. Jetzt kann ich wieder. Okay, warum hat das dort gezogen? Naja, es hat gezogen, es ist egal. Irgendwie war das wahrscheinlich noch nicht fertig. Was war denn jetzt die Grundidee? Irgendwo hängt doch jetzt diese Frau fest. Oder hat sich die befreit? Jetzt finde ich natürlich die Frau nicht mehr. Man hat es eigentlich relativ gut gesehen, dass die da festhängt. Nee, ich glaube, die hat sich selber befreit. Sonst hätte ich ihr jetzt glatt nochmal kurz einen Weg gegönnt, in der Hoffnung, dass das irgendwie neu berechnet wird. Ne, jetzt ist glaube ich tatsächlich wieder alles okay. Dann können wir hier den Rechtsklick tätigen und ich kann tatsächlich wieder Straßen bauen. Da bin ich aber froh. So, kommt der noch oder dauert es noch ein Momentchen? Es dauert noch ein Momentchen. Also vorbereitet wären wir, glaube ich. Zement haben wir halt auch nicht in rauen Maßen. Vielleicht nochmal ein Lager bauen. Da haben wir 70% voll. Hier 58. Wir bräuchten es eigentlich nicht, aber ich mache das tatsächlich. Damit wir nochmal irgendwie in irgendeiner Form... Hier geht's hin. Hier was machen können. Nämlich, dass wir eben nochmal Zement holen mit zwei Leuten. Okay, Vorratwerkzeuge, das ist klar. Wir sind wieder bei Null. Die haben Eisen, die produzieren. Die haben Eisen, die produzieren. Zwei von zwei gibt ein Werkzeug. Eben, das ist natürlich ganz krass. Also bis man hier zu einem Werkzeug kommt, da muss man ein bisschen Geduld haben. So, irgendjemand hat wieder Punkte. Jawohl, sie. Mit 100. Ihr haben wir gesagt. Genau, sie geht hier zu den... Wissenschaftspunkten hier oben. Wir haben ja wieder 313. Können wir da nicht schon das nächste freischalten? 300 brauchen wir. Hier, Energiespeicher zum Beispiel. Bei einer Energieproduktion ohne die entsprechenden Speicherkapazitäten ist die Katastrophe vorprogrammiert. Umfunktionierte Akkupakete können eine ansehnliche Ladung speichern, die abgerufen werden kann, um die Produktion in Zeiten mit eingeschränkter Energieproduktion am Laufen zu halten. Straßenlaternen tauchen die Kolonie in den langen dunklen Nächten in ein freundliches Licht. Straßenlaternen benötigen für den Betrieb Energie. Aha, okay, ist nicht unwichtig, aber vielleicht irgendwie dann doch eher zuerst was mit Essen. Was war das hier? Ach, die Gewächshäuser. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch bauen können, bis dieser nukleare Niederschlag kommt. Es wäre sicher nicht so falsch, das zu bauen. Ja, da müssen wir erst das hier machen. Ich würde sagen... Nee, nicht andenken, sondern wir bauen den Energiespeicher. Okay. So, wir gehen zurück. Wo haben wir den Speicher? Den haben wir bei der Energie. Und die Energie hatten wir irgendwo hier. Umweltstation, Feldhospital, Schule. Muss man relativ genau gucken, damit man die Sachen findet. Feldhospital. Ne, hier ist nichts. Da ist ja der Strom. Jetzt habe ich ihn tatsächlich auch noch gefunden. Akkupaket. Okay, da brauchen wir auch ein bisschen... Zack. Platz wollte ich gerade sagen. Das funktioniert aber prächtig. Mal gucken, ob das hier mit der Straße wieder klappt. Jawohl. Problemlos. Dann wollen wir nämlich noch hier runter.
und da rein. Okay, und hier vielleicht sogar sagen, Priorität hoch. Ja, machen wir. Wir brauchen das Teil, weil das kann gut sein, dass der nukleare Niederschlag eben dann auch noch irgendwie unseren Strom auffrisst. Ein Händler wäre noch da. 18 Fasern für 17 Wild. Nahrung haben wir, aber wenn jetzt dieser Dingens kommt. Wo haben wir denn die Fasern? Das sind Fasern. 3 Stück. Nee, Blödsinn, umgekehrt ist es. Wir kriegen Fasern und 17 Wild weg. Wild, 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 61, das können wir machen. Okay, fertig. Sehr gut, weil die brauchen wir natürlich auch. Das war ein relativ guter Tausch. Jetzt ist wieder einer infiziert, aber das ist kein Problem. Wir haben genug Medizin hier. Okay, passt. Ich stelle mal auf schneller. Oh, jetzt kommt er. Oh, ich stehe sofort wieder auf langsamer. Ah, dann, Igitt, Igitt. Ja, dann wird alles in ein schickes Grün getaucht. Na, Halleluja. Eieieiei. Boah, ja, dass das nicht gesund sein kann, ist klar. Jetzt sind gerade... Moment, 2 Lagerstätten sind leer. Da müssen wir auch nochmal... Oh. Ja, jetzt geht der Stress los. Ich wollte gerade hier noch bei den Spezialisten gucken. Ja, die funktionieren alle nicht, das wissen wir. Wir müssen also eigentlich Beeren pflücken. Sind die noch dran? Kann man das denn noch essen hier? Ne, das ist leer. Hier haben wir noch 3 Stück. Ob man das essen kann, wenn hier nuklearer Dingens runterkommt, das frage ich mich dann aber schon. Okay, was haben wir noch an Lagerstätten? Die hier, die sind noch dran. Das ist Holz. Hier haben wir Zement. Ein weiter Weg. Zement ist leer. Zement suchen. Wo haben wir Zement? Zement, Zement. Ich hoffe, ich kann das überhaupt zuweisen jetzt hier während dieser Katastrophe. Nicht, dass die Sachen irgendwie ausgegraut sind. Nein, hier haben wir noch Zement. Und das andere, das dritte Lager, das wir gebaut haben, da können wir natürlich auch noch was machen. Da würde ich glatt nochmal Zement holen, wenn es irgendwie geht. Zement, Zement. Ne, das ist Holz. So, aber Zement haben wir nämlich auch nicht genug. Das sieht man hier oben. Gut, dann können wir jetzt nochmal schnell zu den Spezialisten düsen. Eigentlich ist die Folge rüber, sehe ich. Aber egal, das machen wir jetzt noch schnell. Bei ihm hatten wir 49 und hier haben wir Kleider. Hol die mal noch. Ich hoffe, ihr überlebt. Boom. Ne, kein Boom heute. Sehr gut. Gefahrenchance 33%. Okay. 10 Kleider. Ich würde sagen, der geht später dann nochmal irgendwo hin. Und bei ihr sind wir stehen geblieben. Entweder hier die Schrauben oder das Metall. Mit Gesundheit 60. Ich würde sagen, holen wir ein paar Schrauben. Da haben wir nämlich keine. Gefahrenchance 67. Das war fast klar. Oh, das ist ja übel, wie schnell die sterben. Ach, come on. Echt jetzt? Die war doch irgendwie auf 60. Oh, also okay, bei dreimal Totenkopf. Hm. Ich habe noch gesagt, wir brauchen weitere Spezialisten. Okay, jetzt sowieso. Jetzt haben wir tatsächlich noch eine verbraten. Also ich muss mehr aufpassen. Ganz klar. Gut, du hast noch 11. Da ist ganz klar, was wir machen. Wir düsen mal hier rauf. Du brauchst erst wieder Heilung. Dann haben wir ihn noch, den Herrn Professor. Mit 40, da haben wir auch gesagt, das ist bei 2 Totenköpfen. Wir haben jetzt gerade gesehen, was passieren kann. Ne, da muss er tatsächlich auch zurück. Schön wäre, wenn man halt irgendwie vielleicht noch Außenposten errichten könnte. Dass man hier irgendwo noch ein Sani-Zelt deponiert, damit die nicht jedes Mal wieder hier zurücklaufen müssen. Das ist dann doch relativ anstrengend. Gut, liebe Freunde, ja, die nukleare Katastrophe hat uns gefunden. Ich bin mal gespannt, wie wir hier wieder rauskommen. Danke fürs Zusehen, hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder hier in dieser grünen, unappetitlichen Suppe. Macht's gut, bis dann, tschüss.